des San Metamorphosen in der Staatlichen Kunsthalle in Karlsruhe. Es ist eine Ausstellung, die 2 Jahre Vorlauf hatte. Der Kurator Alexander Eiling hat die Idee zu dieser Ausstellung entwickelt und sie fügt sich aufs Beste ins Programm unseres Hauses, das einen sehr starken Akzent bei der französischen Kunst hat. Ja, warum Cézanne? Das hatte ich mich am Anfang auch gefragt. Der Künstler ist unglaublich faszinierend und für mich kam die Beschäftigung mit Cézanne eigentlich heraus aus einer Beschäftigung mit Künstlern im Vorfeld, aus einer Ausstellung zum Thema Kopie und Original, dann aus einer Ausstellung zum Thema Degas. Und Cézanne war immer ein Künstler, der bei beiden Ausstellungen im Hintergrund mitgespielt hat. Die Geschichte der Cézanne-Ausstellungen ist immens lang und sehr, sehr viele Museen, viele Kuratoren sind geneigt, das Werk zu tranchieren, in Einzelaspekte zu zerlegen. Und das ist sicher auch der Schwierigkeit geschuldet, die es heute bedeutet, Cézanne im großen Stil mit allen Medien, in allen seinen Schaffensphasen, in allen Gattungen darzustellen. Das kann heute fast kein Haus mehr leisten. Aber unsere Ausstellung hat tatsächlich einen spezifischen Blick. Sie trägt eine kuratorische Handschrift. Das ist die Besonderheit dieser Ausstellung, dass sie in gewisser Weise dem Künstler über die Schulter schaut, dass sie ganz intensiv auf den Werkprozess hin das Werk betrachtet und es dann entsprechend auch für die Besucher darstellt. Metamorphosen war für mich eigentlich die Idee zu sagen, wenden wir uns doch mal dem Thema des Übergänglichen, der Transformation im Werk von Cézanne zu. Es ist ein Künstler, der sehr stark in Kategorien gedacht wird, in der Kategorie Stillleben oder in der Kategorie Landschaft oder Porträt oder Badende. Und die Idee war eigentlich zu sagen, gibt es Verbindungslinien zwischen diesen einzelnen Gattungen. Auch im Werkverzeichnis sind die Sachen ganz streng voneinander getrennt. Aber wenn man genauer hinschaut, dann merkt man doch, dass vielleicht im Stillleben auch eine Landschaft steckt. Oder in der Landschaft ein Porträt, im Porträt ein Stillleben. Und diese Übergänglichkeiten, dieses Transformatorische eigentlich, dort wo man merkt, es gibt Verschleifungen zwischen den einzelnen Gattungen, das war eigentlich der Aspekt, der mich am meisten bei Cézanne fasziniert hat. Das wahrscheinlich sprechendste Beispiel ist auch das Werk, was bei uns am Eingang der Ausstellung hängt. Das ist sozusagen an der Kopfwand der Ausstellung, man läuft direkt drauf zu. Und die Besucher, die das Werk sehen werden, werden vielleicht gar nicht gleich erkennen, um was es sich dabei handelt. Das ist eine Jacke auf einem Stuhl, die sich wie auf einem Stoffberg auftürmt und die Beine des Stuhles fast unter ihrem Gewicht zusammenbrechen lässt. In dieser Jacke auf einem Stuhl ist natürlich ein Stillleben gemeint. Mensch, vielleicht Cézanne, hat die Jacke dort liegen gelassen auf dem Stuhl. Sie hat aber eine so innere Dynamik, eine so eigene, tümliche Bewandtnis, auch in ihrer Daseinsform, dass man denkt, es könnte auch ein lebendiger Organismus sein. Und wenn man ein Stück weiter denkt, dann ist natürlich ein Stuhl oder auch eine Jacke, die auf einem Stuhl liegen gelassen wird, immer ein Hinweis auf den Besitzer, der im Bild nicht präsent ist, aber sie dort liegen gelassen hat. Also ein Porträt einer abwesenden Person. Und wenn man genau hinschaut, die Jacke türmt sich zu einem wirklich spitzen Bergkegel auf, dann kann man sehen, dass dort auch die Montagne Saint-Victoire auftaucht, nämlich Cézannes Lebensrhythmusmotiv seiner letzten Jahre, der Berg, der Hausberg von Aix, den er immer wieder aus unterschiedlichen Darstellungswinkeln gemalt hat. Und so haben wir eben hier mehr für ein Werk, das mehrere Dinge in sich beinhaltet, das Porträt einer abwesenden Person, ein Stillleben und zugleich eine Landschaft. Cézanne ist ein Künstler, der, das ist sozusagen die generelle Meinung, ein Künstler, der den Gegenstand, also das, was dargestellt wird, niedrig bewertet und dass die Besonderheit, die Art und Weise, wie er sich denkend, sehend diesem Gegenstand zuwendet, wie er ihn künstlerisch umformt. Er öffnet die Wahrnehmung und so, dass wir sehen, wie ähnlich viele unterschiedliche Gegenstände sich werden können, wenn sie durch ein künstlerisches Auge in einen neuen ästhetischen Zusammenhang überführt werden. Cézanne wächst in einer Zeit auf, in der man eigentlich
noch, muss man sagen, auf die Akademie geht, man bewirbt sich dort, man lernt dort eben Kopien anzufertigen, das höchste der zu erreichenden Ziele ist dann eigentlich ein Historiengemälde anzufertigen, also etwas, wo man quasi aus der Geschichte lernen kann. Und diese Historienmalerei, die im 19. Jahrhundert immer mehr oder immer weiter als blutarm im Grunde genommen, als hohler Appellationscharakter empfunden wird, den versuchen die Künstler durch etwas anderes zu ersetzen. Und Cézanne ersetzt sie schrittweise, muss man sagen, die Historienmalerei. Am Anfang macht er das noch ganz, sagen wir mal, gemäß der Gattungshierarchie, er malt Darstellungen mit der Versuchung des heiligen Antonius, also biblische oder historische Szenen, die im Hintergrund sind. Aber peu à peu, nach und nach, ersetzt er das Historiengemälde durch Elemente seiner Stilllebenmalerei. Und im Grunde genommen wird das Stillleben eigentlich sein neues Historiengemälde. Und das ist ungeheuer modern gedacht. Ja, Cézanne wird ja gerne als einer der Begründer, als Vaterfigur oder als Pionier der Moderne bezeichnet, das gerne auch zusammen mit Gauguin, mit Van Gogh, manchmal spielt auch Seurat in diese Gruppe hinein. Und da wäre zu fragen, welche Moderne ist denn gemeint? Jedenfalls wäre es wichtig zu betonen, wenn wir von Cézanne und der Moderne sprechen, dass wir verstehen, dass es sich bei ihm nicht um ein Reagieren, ein unmittelbares Reagieren auf die sozialen Verwerfungen der Moderne, auf die Epochenbefindlichkeit der Menschen seiner Zeit handelt, sondern dass er ein Künstler des Rückzugs war, ein Künstler der Weltabgewandtheit, der versucht hat, unter den Bedingungen der Moderne, die natürlich auch seine eigenen waren, ein Werk des Maßes, der inneren Logik, der Harmonie und der Ruhe zu entwickeln. Es wird eben keine Geschichte mehr erzählt. Die Geschichte wird aber, glaube ich, auf einer anderen Ebene erzählt, nämlich aus einem unglaublichen Reichtum aus Farb- und Formbezügen. Also die Dramatik entsteht nicht mehr durch Handlung, sondern durch innerbildliche Setzungen von Farben, von Formen, von Diagonalen, von Vertikalen. Es wird ein Stück formaler natürlich auch. Das öffnet natürlich die Tür dann auch zum 20. Jahrhundert in die beginnende Moderne. Das Stillleben hat für ihn eine hohe Attraktivität, weil das Stillleben in der Art und Weise, wie er es arrangieren kann, wie lange er auch daran arbeiten kann, ihm unglaublich viel Zeit lässt. Die Äpfel bewegen sich nicht. Er sagt später auch, warum sind die Porträts, die ich male, warum verhalten sich die Porträtierten nicht wie Äpfel? Die könnten doch alle still und starr sitzen und sich quasi ruhig malen und abmalen lassen, aber das können natürlich Menschen nicht in dem Maße. Insofern hat er immer Probleme mit der Porträtmalerei, aber die Stilllebenmalerei ist seiner Arbeitsweise sehr genehm und kommt ihm sehr entgegen. Es ist immer wieder seine Frau Hortense, die vielfach in Zeichnungen, in Gemälden auftaucht. Es gibt eine ganze Fülle von Darstellungen von ihr, die mit zu den schönsten Porträts gehören, die er geschaffen hat, muss man sagen. Und sie muss eine ungeheuer hohe Qualität gehabt haben, denn sie konnte sehr still sitzen. Denn die Porträtsitzungen konnten sehr lange dauern. Es gibt einen Bericht von einem Porträt, das er gemacht hat, da musste der Porträtierte 150 Mal kommen und in x Sitzungen, also still und starr sitzen, und Cézanne arrangierte den Stuhl auf wackeligen Kisten, sodass der sich also überhaupt nicht bewegen konnte. Wenn er sich dann bewegt hätte, wäre er umgefallen. Also Porträt ist nicht unbedingt die Gattung, in der er sich so wohl gefühlt hätte, da einfach die Porträtierten sich bewegt haben. Die Porträtierten wirken im Grunde genommen am Ende wie Stillleben. Und das ist auch eine wiederum der Ideen dieser Ausstellung, zu zeigen, dass ein Stillleben wesentlich animierter sein kann als ein Porträt. Dass Totenschädel plötzlich mehr Ausdruck bekommen als die Gesichtszüge seiner Frau Hortense. Und dieses Vexierspiel, diese Übergänglichkeiten, dass das Stillleben plötzlich einen Bewegungsimpuls bekommt, also dass die Äpfel runterzufallen drohen, dass es einen Kippmoment gibt und dass die Porträtierten aber stocksteif vor uns sitzen und im Grunde genommen eigentlich mehr oder weniger Stilllebenobjekte sind. Das ist etwas, was wir in dieser Ausstellung auch zeigen möchten. Es gibt in vielen Bildern ganz viel Überraschendes zu entdecken, manchmal auch also unerwartete Dinge. Cézannes Gemälde Der Felsen bei Lestac. Gibt es eine Felspartie, eine verschattete Felspartie, die aussieht wie der muskulöse Rücken einer halbliegenden Figur, die sich so auf diesen
zum Meer hin abfallenden Hügel stützt. Das wird auch dadurch begünstigt, dieser Eindruck, dass Cézanne in der damals für ihn typischen Malweise lauter Striche nebeneinander gesetzt hat und gar nicht so sehr Wert darauf legt, den Stein als Stein darzustellen oder das Gebüsch oder die Vegetation als solche auszuformulieren, sondern das wird alles so ein bisschen zurückgenommen und dadurch auch für den Betrachter möglich, selber irgendwas hineinzusehen. Diese Ausstellungen entstehen natürlich nicht, indem man durch die Kataloge blättert und die Kollegen anruft und sagt, schickt mir bitte eure Bilder. Also das, so funktionieren auch Ausstellungen gerade für den Werken von Cézanne nicht, dessen Werke ja eigentlich zu den Preziosen einer jeden Museums- oder auch einer jeden Privatsammlung gehören. Und es bedarf doch einiger Überzeugungsarbeit. Ich hatte eben bestimmte Werke im Kopf, die ich unbedingt für die Ausstellung haben wollte. Und da gilt es einfach persönlich zu überzeugen, hinzufahren, viel zu reisen, immer wieder auch Ausdrucke dabei zu haben, Gegenüberstellungen zu haben, zu sagen, das könnte neben diesem Werk präsentiert werden. Und das hat für dieses Konzept sehr gut funktioniert, muss man sagen. Wir haben doch eine große Anzahl von Werken zusammenbekommen. Als Kunsthistoriker und als Kurator ist es natürlich das Schönste, wenn man in Museen fährt und sich Werke anguckt. Aber noch schöner ist es natürlich, wenn die Tür bei einem Privatsammler aufgeht und man merkt, da hängen plötzlich Werke an der Wand, die sind in jedem Katalog, in der Kunstgeschichte, sage ich mal, reproduziert, abgebildet. Ich glaube, Kunst ist ja auch dann immer dann gut, wenn man merkt, dass sie mit einem selber etwas macht. Dass jeder Besucher, egal ob er über ein Kunstwerk etwas weiß oder ob er da im Hintergrund sich etwas angelesen hat, davor geht und man einfach merkt, es macht jetzt plötzlich was mit mir. Da springt ein Funke über, da zündet etwas.